meine Liebe und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, es gibt ein Update zu Pan in Every Palette und zwar habe ich jetzt den letzten Monat so ungefähr, ein bisschen länger, an der Makeup Revolution Flawless 4 Palette gearbeitet. Die war quasi unbenutzt und ich blende einmal ein, wie sie vorher aussah. Und ja, so sieht sie aktuell aus. Ich war mir ja noch unentschlossen, mit welcher Farbe ich arbeite. Und ich habe mich dann am Ende für diesen, ja, peachy Ton entschieden. Aber auch noch an diesem Goldschimmer gearbeitet. Sowie an, ja, dem champagnerfarbenen Schimmerton. Den trage ich heute auch noch quasi im ganzen Gesicht als Highlighter. Also auf den Wangenknochen, im Nasenbereich, sowie im Augeninnenwinkel. Und ja, eigentlich hatte ich noch gehofft, hier unten einen Hit for Pan zu erreichen, aber ich dachte mir, jetzt wechsle ich einfach mal die Palette und ja, ein neuer Hit for Pan wurde erreicht. Ja, einmal beiseite legen und dann wollen wir natürlich auch eine neue Palette auswählen. Auch sind jetzt Single-Lidschatten mit drin, falls ich das beim letzten Mal noch nicht erwähnt habe, weil ich an denen arbeiten möchte. Wir haben einen Single-Lidschatten gezogen und zwar von Trended Up ist das ein Scarabeo Eyeshadow in der Farbe 20. So, die Nummer 20 ist ein Smaragdgrün. Das Besondere ist, dass die quasi gebacken sind. So sieht die Farbe aus. Ich swatche ihn noch einmal. Sind immer noch schön butterig weich. Ja, das ist der Farbton geswatcht. Allerdings werde ich jetzt in diesem Projekt nicht an diesem Döschen arbeiten, denn ich hatte mir mal vor dem Umzug zu meinem Freund Farben in Lidschattenpäckchen umgefüllt. Und ich denke mal, ich werde jetzt erstmal versuchen, hier einen Hit Pan zu erreichen in einem Monat und ihn möglichst weit aufzubrauchen. Einfach weil es ein Single Eyeshadow ist, beziehungsweise die dann doch recht dick sind. Deswegen werde ich jetzt erstmal an dem Single arbeiten und ihn so weit, wie es geht, aufbrauchen. Vielleicht werde ich auch noch einen zweiten mit reinnehmen. Mal schauen. Aber ja, erstmal an Grün wird gearbeitet. Ich werde jetzt gleich noch einmal Fotos davon machen und bin schon gespannt, wie es in einem Monat aussieht. Ich verlinke dir unten in der Videobeschreibung die Playlist zu diesem Projekt. Da sind dann einmal, ich glaube, 3 Videos bis jetzt dazu online gekommen. Auch findest du einen Instagram-Link zu dem Creator dieser Serie. Ja, einfach um da auch den Support dazulassen und die Credits zu geben. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.